Hallo und herzlich willkommen zu Part 99 dieses Let's Plays. Ja, Part 100 bei NXT steht an. Ihr seid alle heiß drauf, ich weiß es. Aber ich habe ja schon gesagt, Part 99 ist auch irgendwie was Besonderes. Deswegen heute zwei Live-Matches, die auch irgendwo was Besonderes sind. Ich versuche natürlich immer, möglichst gute Monday Night Raw, NXT und SmackDown-Ausgaben zu basteln. Aber da sind natürlich auch mal so Dämpfer-Matches. Halt nicht so ein Randy Orton gegen Batista zum Beispiel Match. Das hatte ich ja ursprünglich geplant. Ich bin aber auf den Vorschlag eines Zuschauers eingegangen, der geschrieben hat, warum denn nicht Batista, der ja auf Seiten von Raw richtig dominiert in letzter Zeit, warum nicht der gegen John Cena, der Mann, der glaube ich im Turnier bei SmackDown bisher am meisten überzeugt hat. Deswegen im Main Event Batista gegen John Cena, zwei der erfolgreichsten Superstars in der 2000er Zeit, also im 21. Jahrhundert sozusagen. Die im Main Event gegeneinander, das wird wirklich der Real Shit. Und davor das US Championship Match. Ric Flair gegen Curtis Axel. Axelmania runs wild on you. Aber wir starten mit dem Match. Gold Ass, der goldene Ast gegen Luke Harper. Luke Harper, ein Abonnent aus Skype. Lieber Heiko, jetzt hast du auch mal ein Match, wo du hier alleine kämpfst gegen Goldust. Goldust hat sich beschwert. Hey, warum ist denn RVD in dem Match gegen Rob Van Dam, wo es ja um das Titelmatch ging und nicht ich? Weil er meinte, er hätte sich bewiesen. Ich habe da nichts von gesehen. Viele andere haben auch nicht gesehen, wann sich der goldene Ast mal bewiesen haben soll. Deswegen bekommt er heute hier mal die Chance. 1-1 gegen Luke Harper. Das ist keine leichte Aufgabe, aber sollte ja machbar sein. Wenn er denn jetzt so wirklich so stark ist, wie er selber sagt. Goldust oder doch Luke Harper? Es ist Luke Harper. Naja, der goldene Ast ist abgebrochen. Match Nummer 2, Rob Van Dam gegen Xavier Woods. Ja, Xavier Woods, dem wurde einfach mal der Platz im Turnier gestrichen. Luke Bass, der Buzzer, hat bei SmackDown quasi, ja, sein Debüt gefeiert. War mega geil. Er war also jetzt der erste Superstar, der, glaube ich, in allen drei Shows war. Rusev, der war auch schon mal bei allen drei. Roman Reigns auch, aber dann war er nicht der Erste, okay, ich dachte gerade, es wäre vielleicht der Erste. Aber auf jeden Fall der erste NXT-Superstar, ehemals NXT-Superstar. Ja, Xavier Woods ist ja eher ein Raw-Superstar, das ist einigen aufgefallen. Und er tritt heute an gegen Rob Van Dam, der Mann, der letzte Woche nicht gegen Curtis Axel gewinnen konnte. Ja, eigentlich echt schade. Ich tippe ganz klar auf Rob Van Dam, ihr kennt mich ja, und Rob Van Dam gewinnt. Match 3, der andere von den Wyatts, Eric Rowan gegen The Miz. Und wo ich jetzt gerade hier The Miz sehe und sein Gegner Eric Rowan, der ja mit Luke Harper ein Tag Team bildet, muss ich noch sagen, die Primetime-Players sind zurück. Ich hatte ja gesagt, sollen wir die Primetime-Players zurückbringen, und einer von beiden hat schon gesagt, ja, dann machen wir das einfach. Denn ich finde die Primetime-Players super. Vielleicht bauen wir die ja mal bei SmackDown ein oder vielleicht nächste Woche bei Raw, wir gucken mal. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein auf Part 100. Ich habe jetzt doch jede Menge noch geplant. 5 Live-Matches, so wie es aussieht. 5. Das wird ein riesiger Part. Ich hoffe, der wird trotzdem richtig abgehen und dass jeder von euch dann wirklich mal einen Kommentar schreibt oder so irgendwas. Auch hier so Leute wie The Miz, fordert doch Matches oder fordert Titel-Matches. Dann packe ich euch in Fäden, überlegt mir da was. Es ist immer einfacher, wenn ihr von eurer Seite auch noch quasi so Wünsche äußert. Dann kann ich da eher drauf eingehen. Sonst muss ich selber mir Fäden überlegen und die treffen vielleicht nicht immer den Geschmack von jedem. Miss gegen Eric Rowan, bevor ich hier zu viel weiter quatsche. Ich denke, es wird, ja, vielleicht Eric Rowan. Ich könnte es mir gut vorstellen. Nee, The Miz. The Miz gewinnt. Ja, jetzt zum Beispiel The Miz. Vielleicht hat er auch mal wieder Bock, irgendeinen Titel zu gewinnen. Ja, muss er sich hochkämpfen. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Match. United States Championship Match. Ric Flair gegen Curtis Axel. Axelmania runs wild on you. Ich bin so gespannt. Es ist ja quasi das zweite Match. Es ist das Rematch der beiden. Ich bin mega gespannt, ob hier heute Abend Curtis Axel den US-Title erringen kann. Das wäre so super für ihn. Ja, und Ric Flair wäre endlich entthront. So muss man es quasi sagen. Endlich. Da kommt er. Der Nature Boy. Ich liebe ja Ric Flair eigentlich, aber Age of the Fall ist halt nicht so das Wahre. Ja, ihr hört das Publikum, viele Buhrufe, aber natürlich auch die Oldschool-Flair-Fans, die einfach durch die ganze Halle brüllen.
Und es ist ja irgendwie schon ziemlich cool. Ich habe es damals schon gesagt bei Axel vs. Flair. Es ist quasi Ric Flair vs. Hulk Hogan. Und dann kommen wir jetzt zu Mr. Axelmania. Da kommt er. A real American. Und ich denke mal, ich und auch alle anderen, die Age of the Fall genauso wenig leiden können wie ich, wir werden heute alle Curtis Axel die Daumen drücken. Einfach damit Curtis Axel die Axelmania endlich den Höhepunkt findet. Axelmania bei Monday Night Raw. Aber so seht das, Axelmania, also Curtis Axel ist ja keiner von den Main Eventern, so sage ich es mal. Aber trotzdem, der ist aktiv in den Kommentaren. Ich hatte jetzt zugegeben auch diese Idee, ihn ja auch als Axelmania sozusagen durchstarten zu lassen. Mit dem kann man Matches machen. Der hat richtig viele Live-Matches. Frag mal, wie viele er schon hatte. Er hatte schon richtig viele. Und heute Abend vielleicht der Höhepunkt. Aber heute muss es dann auch klappen. Erst ja diese Open Challenge von Chris Jericho. Da hieß es ja noch, ja, vielleicht, wenn Axel 2 Matches von 3 gewinnt, bekommt er ein Titelmatch. Hat er nicht geschafft. Gegen Chris Jericho hat er da beim SmackDown-Turnier allerdings gewonnen. Also der Wahnsinn wirklich. Und jetzt heute bekommt er quasi doch sein US-Title-Match. Das hier. Das Ding hier. US-Championship-Match. Das wird wahrscheinlich der Thumbnail oder das Thumbnail vom ganzen Video. Ich liebe dieses Bild. Der US-Title ist wirklich ein sehr, sehr cooler Titel. Ja, und am Mittwoch bei NXT wird dann der LCW-Titel ausgekämpft. Wenn ich das bis dahin noch hinkriege, den Titel zu designen. Hab sowas noch nie gemacht. Muss ich mich gleich erstmal durchfuchsen. So, und jetzt muss man es ja mal so sagen. Ric Flair ist zwar ein alter Mann, aber man muss ihn einfach mit richtigem Respekt behandeln, denn er hat John Cena besiegt. Das muss man einfach mal festhalten. Er hat Cena besiegt bei SmackDown. Ich erinnere mich da gerne zurück. Nicht bei SmackDown, bei Payback. Cena hat bei uns abgetappt und quasi heute Abend nach dem Match das erste Match von John Cena nach seinem Abtappen gegen Ric Flair als 15-facher gegen 16-facher World Champion gegeneinander gekämpft haben und er hat verloren. Flair hatte bewiesen, dass er es immer noch drauf hat und er der berechtigte US-Champion ist. Aber guckt euch hier Curtis Axel an, er geht direkt wieder gut los und direkt mit seinem Dropkick. Jetzt schickt er hier Flair in die Seile. Schöne German Suplex, komm, ich glaube, das kann man als German Suplex sehen. Flamet mich jetzt nicht, wenn es nicht so war, aber ich denke, das war ein German Suplex. Und morgen Abend am Montag, nee, heute Abend am Montag, vielleicht streamen wir es, vielleicht machen wir es auch nur privat. Weiß ich noch nicht. Wir überlegen, ob wir ein FIFA-Turnier machen auf der PC-Version von FIFA 14 mit den Jungs, die sonst nicht mitspielen konnten. Wir sind ja da alle in diesem WM-Modus Fieber. Wir werden wahrscheinlich normal spielen, weil man leider nicht gegeneinander online spielen kann. Ich hatte gehofft, dass das Spiel so wenige noch spielen, dass man da gegeneinander kommt, wenn man sucht, aber leider nein. Aber so ist es halt. Aber jetzt erstmal hier. US Title Match Nummer 2 sozusagen. Die zweite Chance für Curtis Axel. Aber klar ist auch, wenn er hier heute Abend verliert, dann war es das mit der US Championship Geschichte, weil dann muss er sich ganz, ganz hinten anstellen. Nur dann weiß ich wirklich langsam nicht mehr, wer soll den Ric Flair besiegen. Aber da sind halt auch noch Leute bei Raw, die ich mal ernst ansprechen muss. Fordert Matches. Wir haben einen The Miz. Wir haben vielleicht auch einen Luke Harper oder einen Eric Rowan, die ja auch Einzelmatches durchaus bestreiten können. Warum denn nicht? Wir haben einen RVD. Wir haben die Primetime Players, die wir vielleicht auch zu Raw bringen könnten, je nachdem. Also wir haben hier die Leute, die müssen sich halt nur melden, weil es ist immer relativ sinnlos, wenn ich hier Titelmatches oder Titelfäden an Leute vergebe, die gar nicht online sind oder gar nicht aktiv sind. Klar, bist du aktiv, wird auch wieder kommen. Oh Gott, das Axel ist hier schöner Knieschuss und da fliegt sogar Ric Flair übers oberste Seil auf den Hallenboden. Lass aber mal einen Knee Drop. Also ihr versteht, was ich meine. Also je aktiver ihr seid, ich habe es schon mal gesagt, je mehr macht es Spaß und je mehr habt ihr auch die Chance, die richtig guten Fäden und die guten Matches abzustauben. Ich sag nur mal so, Over the Limit steht an und danach steht schon der Survivor Series Pay-Per-View an, wo wir wahrscheinlich, so wie es aussieht, ein 3 gegen 3 Survivor Series Tag Team Match bei NXT haben werden, also von den NXT-Leuten. Und ich weiß noch nicht, ob ich ein oder zwei sogar von der Raw und SmackDown-Fraktion mache. Ein Match habe ich da, glaube ich, schon so in etwa geplant, aber ihr müsst einfach mal abwarten. Wie gesagt, wenn man da aktiv ist, schließt euch zusammen. Natürlich jetzt noch nicht, ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, aber Over the Limit ist auch noch Platz, wenn ihr irgendwelche... Man kann ja auch bei einem Pay-Per-View einfach mal nicht Titelmatches unbedingt machen. Man muss ja nicht jeden Titel auskämpfen. Man kann ja auch mal, was weiß ich, ein Fatal 4-Way-Match
der Sieger bekommt. Titelmatch, sowas zum Beispiel, das kann man ja auch mal machen, durchaus. Also, die Möglichkeiten gibt es ja auf jeden Fall. Wenn sich einer denkt, ja, ich habe zu wenig Matches oder ich werde nicht beachtet, schreibt's rein. Ein Curtis Axel hat immer Matches gefordert und ihr seht, jetzt hat er hier sein Titelmatch gegen Ric Flair. Ja, Flair nimmt jetzt Anlauf, jetzt wird's oldschool. Und der Knee Drop vom Nature Boy. Ah, das tat weh, das tat richtig weh. Und das Cover. Eins, zwei, oh Gott sei Dank, ich dachte, das wäre es schon gewesen. Natürlich, so ein Oldschool-Knee-Job, wenn da Flair mit seinem Knie richtig ungünstig landet, dann gehen Curtis Axel die Lichter aus, klar. Aber es war auch ja noch nicht das Ende. Es geht also noch weiter. Schöner Job hier gerade in der Ringecke. Ah, Flair nochmal Oldschool, das Kämpfer. Snake Eyes heißt die Aktion. Und Flair wieder mit einem Job, Faustschlag, direkt in den Griff. Aber Axelmania, jawohl, kann sich da befreien. Das war jetzt wichtig. Jetzt muss er natürlich weitermachen, um hier irgendwie zum Ende zu kommen. Und das ist der Neckbreaker, den wir von ihm kennen. Und das Cover. Eins, zwei, nein. Ich dachte, das wäre vielleicht der Titelsieg. Und jetzt will er das Match beenden. Jetzt will er das Match beenden. Und das ist vielleicht der Sieg gegen Ric Flair. One, two, three. Und wir haben einen neuen United States Champion in Form von Curtis Axel. Axelmania runs wild on you. Here is your winner and the new United States Champion, Curtis. Oh Mann, dem Jungen gönne ich es jetzt richtig. So, genau das, was ich den ganzen Part gesagt habe. Fordert Matches und jetzt hat Curtis Axel Gold. Jetzt hat er den US Champion Titel. Ja, Flair am Ende konnte nichts mehr entgegensetzen. Erst der Signature und dann der Finishing Move. Dann war Feierabend. Das Publikum feiert natürlich hier. Axelmania. Axelmania runs wild on you. Meine Güte. Hätte ich ja nie gedacht vor dem Let's Play, dass ein Curtis Axel mal einen Titel halten wird, aber den hätte ich auch nie eingebaut in Fäden, wenn nicht zum Beispiel erstens mal der Abonnent so aktiv dabei wäre und zum Beispiel diese Idee hier mit Curtis Axel als Axelmania. Dann kommen wir jetzt zum Main Event und zwar, ja, ich habe es eben schon gesagt, John Cena gegen Batista, wirklich. Ich erinnere mich bei den beiden zum Beispiel immer WrestleMania oder Elimination Chamber damals, wo Batista zurückkam und den WWE-Titel abgestaubt hat. Oder sogar SummerSlam, wo Cena sich damals verletzt hat bei dieser Powerbomb vom Top Rope oder Batista-Bomb vom Top Rope, je nachdem. Das war wirklich awesome. Und heute bekommen wir das erste Aufeinandertreffen von den beiden in meinem Let's Play. Ich glaube, das gab es noch nie. Da kommt er. The Animal, wir hören seine Musik. Und da ist er, Batista. Ah, Batista ist heiß, kann man so sagen. Heiß wie Frikadellenfett. Der will heute John Cena richtig fertig machen. Klar, Ric Flair hat schon gegen Cena gewonnen. Dann wäre ja jetzt Batista sozusagen der Nächste, der in der Reihe dran ist. Und Batista auf jeden Fall ernst zu nehmen. Ja, Roman Reigns hat beim Pay-Per-View Payback gewonnen. Keiner wusste, wie er das geschafft hat. Alle waren ja vorher so drauf. Oh Mann, das wird er nie schaffen. Age of the Fall wird alle Titel haben. Aber irgendwie hat Roman Reigns es geschafft. Ja, Publikum natürlich genau, ich würde mal sagen, 90% gegen Batista. Also zumindest hört sich so an, ich glaube nicht, dass das Batista-Fans sind, weil es ist einfach, Batista an sich ist ja cool, aber Age of the Fall, ja, das Publikum weiß auch, die sind so knapp davor, die ganze Herrschaft über Raw zu haben. Ein Luke Bass, der im Smackdown-Turnier ist, wenn der jetzt noch das Smackdown-Turnier gewinnt, ihr wisst, was ich meine, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus für unsere LCW. Und da kommt er, John Cena. Ich hoffe wirklich mal auf eine Leistung von John Cena, dass er sich vielleicht wirklich nach dem Abklopfen gegen Flair hingesetzt hat, nachgedacht hat, an sich gearbeitet hat und heute mit einem Masterplan, mit einem Masterplan gegen Batista hier irgendwie das Match gewinnen kann. Beide, ich würde sagen, einer der beeindruckendsten, jetzt geht's wieder los, Superstars von SmackDown gegen einen der beeindruckendsten von Raw. You can see me, my time is now.
Ja, es ist Part 99, der ist irgendwo auch was Besonderes. Deswegen John Cena als Gast hier bei Monday Night Raw. Und klar, das Raw-Publikum, auch nicht unbedingt alle Cena-Fans, aber die feiern es halt, wenn der Champ, also so heißt er ja, der Champ ist hier, er ist zwar momentan nicht Champion, aber wenn der bei Raw ist, das feiern die natürlich, klar. Würde ich auch, ganz ehrlich, wenn ich immer bei SmackDown bin oder immer bei Raw bin und nie Cena sehe und der kommt, würde ich das auch feiern. Na, you can't see me, so wie es sich gehört, never give up, ja, kann man quasi nicht mehr ganz so sagen, aber vielleicht findet er ja wieder zu alter Stärke. Und dann geht's jetzt los, ich kann echt nicht sagen, wer dieses Match gewinnt, weil die sind halt beide auf ihre Art, ja, Top-Player ihres jeweiligen Rosters, würde ich mal so sagen. Und da kommt Roman Reigns. Und das wird jetzt richtig interessant. Roman Reigns, und er setzt sich hier zum Kommentatorentisch. Ja, und guckt sich anscheinend dieses Match an. Klar, Batista steht im Ring. Ja, das wird jetzt richtig interessant. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sowas passiert. Jetzt bin ich aber gespannt. Und John Cena direkt hier mit einem Back-Suplex. Klar, Batista, jetzt kann er ihn vielleicht auf jeden Fall besiegen, weil Batista wird abgelenkt sein. Der muss mich jetzt immer ein Auge auf Roman Reigns haben. Klar, eigentlich muss er das nicht, weil wenn Roman Reigns eingreift, ist das ein Disqualifikationssieg, weil es ist ja ein ganz normales Match mit Regeln. Aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich will sich Batista, selbst wenn er das Match durch Disqualifikation gewinnen würde, hier nicht angreifen lassen von einem Roman Reigns. Aber der steht halt hier und beobachtet ihn. Ich habe ja gesagt, diese Fehde von Roman Reigns und Batista, die ist bestimmt noch nicht vorbei. Ja, und das ist der Beweis dafür. Roman Reigns guckt sich genau an, was macht Batista, wie kämpft er gegen einen John Cena. Sozusagen die drei Top-Player mit Rusev, vielleicht noch, die wir in unserer LCW haben. Ah, Batista, jetzt hat er so aber so ein bisschen wieder die Kontrolle ins Match gefunden. Hat sich wahrscheinlich jetzt einfach gesagt, ich darf nicht zu sehr auf Roman Reigns achten. Ah, macht jetzt weiter gegen Cena. Cena muss jetzt ein bisschen aufpassen. Und das hier ist die Aktion, mit der er vor, glaub, einer Woche oder vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche gegen Seth Rollins und Dean Ambrose den Sieg geholt hat. Batista mit diesem Überwurf in den Ring. Dann hatte nämlich Ric Flair noch geschaltet, hat Dean Ambrose ausgeschaltet und dann hatte, glaube ich, Batista das Cover gezeigt, wenn ich da richtig noch im Bilde bin. Aber ich meine schon, schöner Suplex hier gerade. Ja, never give up hier. Schilder für John Cena. Aber ich glaube, die sind eher ein bisschen ironisch gemeint, weil da war auch gerade das Schild, welche Farbe hat dein T-Shirt denn heute? Also schon irgendwie ein bisschen Häme gegen John Cena. Klar, der hat abgeklopft gegen Ric Flair. Nochmal zur Erinnerung, damit die Leute, die es nicht gesehen haben, nochmal davon informiert werden. Cena hat abgeklopft. Ich weiß, kann man gar nicht glauben, ist aber so. Ja, und jetzt kommen die Schilder für Batista. Es gibt also doch Batista-Fans. Dave Batista. Guckt euch das an. Cena zeigt drei Faustschläge. Batista, als wäre es nix, ein Faustschlag und hämmert Cena auf die Matte. Ah, Cena jetzt schickt ihn in die Seile. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schneller. Ah, kein Überwurf, aber er fördert ihn einfach auf die Matte. Das tut natürlich weh. Jetzt gegen das Bein. Cena vielleicht gleich mit dem STFU. Das wäre natürlich jetzt wirklich eine Überraschung. Ich habe ja gesagt, ich kann nicht sagen, wer hier gewinnt. Cena, Body Slam, auch gut gegen den Batista. Aber Cena ist halt einer der Superstars. Ich würde sagen, mit der meisten Kraft, würde ich jetzt sagen. Klar, da gibt es noch Cesaro, Rusev, Mark Henry, Big Show, Batista auch. Aber Cena, würde ich sagen, ist einer der stärksten, weil der halt mit seinem Willen auch Berge versetzen kann. Cover, one. Na, noch nicht, noch nicht. Das reicht natürlich nicht, um einen Cena zu besiegen. Dafür braucht man schon einen Finger vor Leglock. Wir wissen es ja. Roman Reigns, ihr seht, er sitzt bisher immer noch still an seinem Kommentatorentisch da hinten. Oh, schöner Rolling, ja, Thunder, hieß das so? Ne, das ist die Aktion von RVD, aber so eine Aktion hat Mr. Kennedy damals immer gebracht und Finlay. Aber Cena, unbeeindruckt, macht weiter. Klar, dass das Match auf Augenhöhe sein wird, das konnten wir uns denken. Deswegen ist es ja so schwer zu sagen, wer hier wohl gewinnen wird. Oh, das tat jetzt weh. Cena kam mit Anlauf, Batista ist ausgewichen. Und Cena voll in die Ringecke, ungebremst. Das tat jetzt natürlich wieder richtig weh. Was hat Batista denn jetzt vor? Oh, jetzt geht er raus und da sitzt natürlich Roman Reigns. Und das kann jetzt interessant werden. Und jetzt geraten die beiden hier aneinander. Batista und Roman Reigns. Jetzt bin ich gespannt. Aber sie, nur Trash-Talk, sie lassen es beim Trash-Talk, aber Roman Reigns geht jetzt, Batista geht hinterher, aber Cena kann das Ganze nutzen, natürlich mit Countout und Cena geht da jetzt auf Batista los. Ja, Roman Reigns verlässt anscheinend die Arena, aber habt's gesehen, Batista geht raus, wollte provozieren und Roman Reigns quasi, ja, ich hab genug gesehen. Oh, da jetzt über die Ringtreppe, Muster John Cena. Das tat jetzt weh. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass Batista jetzt nur noch wütender geworden ist, weil Roman Reigns ihn quasi mit diesem Trash-Talking, das kennt man ja, noch blöd angemacht hat von der Seite.
So nach dem Motto, ja, guck Batista, ich bin immer noch WWE Champion. Aber jetzt Cena hier mit seinem Signature auf den Hallenboden. Und das ist natürlich besonders hart. Und der Referee zählt bis 6 und Cena geht raus. Will ja anscheinend nicht per Countout gewinnen. Ja, das ist typisch Cena. Der will nicht per Countout gewinnen. Attitude Adjustment. Attitude Adjustment. Nochmal auf den Hallenboden. Er will weiterhin nicht per Countout gewinnen und macht einfach weiter. Cena. Sit-down Powerbomb. Quasi eine Batista-Bomb. So in der John Cena-Version. Was geht denn mit Cena ab? Das ist jetzt wirklich beeindruckend. Guckt euch Cena an. Der hört gar nicht mehr auf. Panhandle Suplex. Ne, Gutwrench Suplex. Und jetzt ist der Referee bei 6. Und jetzt lässt Cena ihn quasi doch auszählen. Ne, Cena. Ne, Batista kommt zurück. Jetzt wird's interessant. Batista hat jetzt einen Neckbreaker außerhalb des Rings, einen Attitude Adjustment und eben diesen Gutwrench Suplex. Und jetzt auch noch ein Superplex. Was ein Hammer-Match. Mit Roman Reigns einfach nur awesome. Und schöner Superplex mitten in den Ring. Das kann doch die Entscheidung sein. 1, 2, 3, wow, John Cena zeigt, was in ihm steckt, besiegt hier Batista, da hat er wirklich gezeigt, was in John Cena drin steckt. Und jetzt, wow, Handshake bei Batista und John Cena, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wow, das ist jetzt ein bisschen beeindruckend, Batista gibt Cena die Hand. Und so endet Monday Night Raw, so endet Part 99, ich hoffe, wir sehen uns in Part 100. Ich sag nur Hell yeah und wir sehen uns. Ciao.